Herzlich willkommen zurück in Frankens YouTube Channel. Und zwar, wir spielen Euro Truck Simulator 2. Hab da schon ein bisschen zockt und hab mir da einen Scania hergerichtet. Wie man sieht, R500 V8 Bullengitter. Scheiße, viele Farben fahren. Und schön viele Lichter. Warnblinke. Wir haben den Job angenommen, sind jetzt gerade in Hannover und fahren nach Köln. Und ich hoffe, ich schaffe es, dass ich die Fuhre ohne Patzer hinbekomme, denn ich habe nur Schulden bei der Bank. Ich habe einen Typen eingestellt, habe ihm ein MAN gekauft. Scheiße, und da passiert's, oder? Ja, genau, bei der ersten Aufnahme gleich. Bam, Alter. Scheiße. Okay, wie komme ich da jetzt weg? Na komm schon. Zieh raus, den Scheiß! So, ich glaube, jetzt schon drauf. Na, doch nicht. Haha. Okay, gepatzt haben wir schon. Hoffentlich war das der einzige Patzer. Leck mir am Arsch. 100 falsche Fahrtrichter. Das Geile ist ja, hinten am Trailer ist auch ein Licht. Also man sieht schon einen Unterschied punkto Grafik, ja. Wenn ich mir jetzt einen LKW anschaue, dann schaue ich mir einen Bagger an oder im Trailer ist es 100 zu 1, ja. Also LKW-Modell top, Trailer, naja. Gerade mal, dass er Räder hat, ne? Die halbwegs rund sind. Aber das war schon ein Einzelteil auch. Und die V8-Maschine zieht schon etwas. Ohne V8 keine Party. Jetzt müssen wir bald mal tanken, dann müssen wir da tief ins Portemonnaie greifen. Weil der Benzin in Deutschland ist nicht gerade der billigste. Na, richtig, passt. Ich bin noch etwas erkältet, also wenn ich huste, nur nicht schrecken. Ja, danken wir gleich mal, ne? Danke, Mama, voll die Bude. Dieselpreis 1,46 ist schon teuer. Voll bis Unterkante Oberlippe.
Mach meinen Kollegen ein bisschen Licht. Es ist hell wie am Tag, wenn wir ins Fernlicht auftreten, ne? War da Vielzahl von irgendwelche Einstellungen oder Knöpfe, die man drücken muss. War da Feststellbremse zum Beispiel. Die Lichter, man hat. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Trailer abhängen. Aber dann wäre das Ding fett im Arsch. Zumindest der Bagger auf jeden Fall. Und das soll ja nicht sein, wir müssen das ja heile wohin bringen. Haben wir schon Schaden? Nö. Nicht auf der Zugmaschine und auch nicht am Trailer. Das ist schon gut. Wir haben nur 4 Stunden zu fahren, also es kann nur jede Menge passieren. Fuck you, Arschloch. Komm schon, zieh. 90 müssten es werden, nicht nur 87 km/h. So, jetzt geht's ab, nämlich bergab. Noch 2 Stunden, 40 Minuten. So eine Fahrt kann sich schon ganz schön ziehen. Sollte man mal blinken. Ja.
normale Hupe. Hörner. Mini-Hörner, aber trotzdem hörbar. Das tut es, Alter. Mach Platz, hier kommt der Landvogt. Du Ficker! Da! Ah, Gott sei Dank, kein Schaden. Volvo-Hure soll sich da verziehen mit seiner Vulva. Volvo auf Deutsch. Vulva. Könnt ihr euch merken. Wir brauchen keine Blinker, wir haben Hörner. Da muss er sich noch dazwischen quetschen, das alte Arschgesicht. Noch eine Stunde und 19 Minuten, jetzt haben wir es dann bald geschafft. Hoffentlich ohne Kratzer. Nöhö! Fuck you! Den habe ich nicht gesehen, da rechts im Spiegel, den schwarzen Arsch. So, jetzt gehen wir Gummi. Die Autos müssen wir immer aufpassen, die fahren wie die letzten Schwänze. Da sehen wir nochmal die ganze Fuhre. Deswegen fahre ich nicht so gern mit Außensicht. Scheißen drüber. Wurscht, jetzt können wir gleich gasen. What the f. Was ist das jetzt? Ach da. Du Huren, Alter. Das ist ja. Alter, wenn mir da jetzt einer eine trümmelt, dann kriege ich aber feuchte Augen. Jetzt haben wir so um die 5 Stunden gefahren und jetzt wär's perfekt. Einer irgendwo krach rein in der Seite.
gesagt, es ist momentan noch ein Scania Highline. Ich will aber ein Streamline daraus machen, das heißt, der Verbau kommt drauf. Vielleicht schlägt sich das dann nieder bei der Aerodynamik. Mal schauen. Vielleicht beißt er dann noch mehr ran. Ich meine, die Maschine zieht ja eh wie Sau. Du Huren! Alter, da muss es jetzt noch gnädig machen, der kleine Pimpf, Alter, mit seinem depperten VW. Der kleine Drucken in den. Ich bin gleich, weil sie die ganze Partie zusammenfahren. Ich hoffe, dass jetzt nichts mehr hört. Arschfatze. Geh fort, auch da Arsch mit Ohren. Ich könnte dich. Schau, die bremsen nicht. Nicht um die Burg. Jetzt soll ich sicher. Na, hab keinen Schaden. Passt. Wichser. So, jetzt sind wir gleich in Köln. Gleich an unserem Bestimmungsort. Jetzt haben wir gleich da. Immer diese Ampeln. Geh fort, doch du Pissbirne! Komm schon. Na, geht doch. Gleich haben wir's. Fertig, ausgezeichnet, kein Problem gehabt. Erst Level 17. Aber ich hab schon einen schönen Tracker. Wie schaut's denn jetzt mit der Schulden an der Bank aus?
Ah, haben wir noch ein bisschen was offen. Na gut so. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal in Trunkens YouTube Channel.